Ähnlich wie im Bund gilt auch bei uns, die Mehrheitsverhältnisse für Rot-Grün zusammen mit dem SSW sind stabil über 52-53%. Schwarz-Gelb ist irgendwo im Bereich von 34-35%. Die Aussichten sind gut. Wir sind noch 98 Tage von der Wahl weg. Wir haben im letzten Jahr sehr intensiv schon etwas im kleinen Maßstab vorgelebt, was jetzt auf der Ebene der Bundespartei diskutiert wird. Wir haben in einem Demokratiesommer mit den Menschen im Land in jedem Kreis, in jeder kreisfreien Stadt diskutiert, was erwartet ihr eigentlich von der nächsten Landesregierung. Ein sehr spannender Dialogprozess, der einfließt jetzt in unser Wahlprogramm, das wir am Wochenende beschließen wollen. Und ganz oben, ganz, ganz oben in all diesen Debatten steht das Unverständnis der Menschen in meinem Land zu dem Skandal, dass es uns nicht gelingt, abzustellen, seit Jahren es nicht gelingt, abzustellen, dass 20% der jungen Menschen, die aus Schulen kommen, keine Anschlussperspektive haben. 20% der Menschen in meinem Land, der jungen Menschen, kommen von Schule und sind so schlecht ausgebildet, dass sie nicht in Ausbildung gelangen. Das ist nicht nur eine soziale Herausforderung, das ist auch eine ökonomische Herausforderung. Über Fachkräfte ist viel heute gesprochen worden. Von allen, die sich daran beteiligt haben, wurde dargestellt, was mit unserer Volkswirtschaft passiert, wenn wir diese Herausforderung nicht beheben. Wir werden sie aber nicht beheben, wenn wir nicht auf der Ebene der Kommunen, auf der Ebene der Länder, in Pakten mit den Kammern, in Pakten mit den Unternehmungen vor Ort, mit den Handwerkern und mit den Mittelständlern uns dieses Problems annehmen. Jede und jeden, der heute noch so wirkt, als sei er nicht ausbildungsfähig, zu nehmen und ihn rechtzeitig so vorzubereiten, dass er ausbildbar ist, auch in einer dualen Ausbildung. Nicht nur ein soziales, sondern eben auch ein haushalterisches Problem, denn wenn man mal berechnet, was verliert unsere Gesellschaft durch diese, das sind in Schleswig-Holstein jedes Jahr ungefähr 6.000 junge Menschen, was verlieren wir, indem wir Sozialtransfers zahlen müssen, indem wir Steuermindereinnahmen haben, Abgabenmindereinnahmen haben, das sind für ein Land wie Schleswig-Holstein rund 120 Millionen Euro. Jedes Jahr. Über die ganzen Kassen, natürlich. Aber das ist die gleiche Summe, die wir mühsam Jahr für Jahr im Land zusammensparen, um das strukturelle Defizit nach den Vorschlägen einer schwarz-gelben Regierung, und Sie haben keine Idee, wie Sie eigentlich da rankommen, kleiner werden zu lassen. Auf der einen Seite verliert das Land 120 Millionen, weil wir zu dumm sind in der Gesellschaft, dieses Bildungsproblem abzustellen. Auf der anderen Seite meinen wir, über Kürzungen in Fraueneinrichtungen oder bei blinden Menschen eine Alternativantwort zu geben. Damit werden wir in diesen Wahlkampf ziehen. Das haben uns die Menschen mit auf den Weg gegeben. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass man mit dieser Strategie, die eben beide Seiten als richtig anerkennt, dass eine Gesellschaft das nicht aushält, wenn sie Bildungsdefizite hat, es eine Gesellschaft aber auch nicht aushält, wenn ihre Haushalte schwach sind und sie deswegen schwach sind, weil wir schwache Menschen haben. Und da sind wir sehr froh, in diesen Wahlkampf zu gehen. Wir gehen sehr gestärkt und gestützt, auch aus Berlin in den Wahlkampf. Mit breiter Brust werden wir sehr, sehr hart werben in den nächsten Wochen, in den nächsten 98 Tagen, um ab dem 7. Mai dann in Koalitionsverhandlungen sehr schnell das nachzuholen, was die Saarländer schon getan haben, um für 2013 und die Landtagswahlen, die dazwischen sind, ein gutes weiteres Signal zu geben. Schönen Dank.